Welche Ursachen hat die Deflation? So, jetzt haben wir hier ein kritisches Wort, nämlich das Wort Ursache. Und wenn wir uns die Antwort anschauen gleich, dann werden wir sehen, dass wir Ursache und Wirkung hier oft gar nicht richtig voneinander trennen können. Zunächst einmal eine Sache, die mit Deflation zu tun hat, bedeutet oder ist, die Nachfrager, das heißt vor allem die privaten Haushalte, die Nachfrager horten das Geld. Die Menschen geben kein Geld mehr aus, sie halten das Geld fest. Ja, man weiß ja nicht, was kommt und so weiter und so weiter. Sie sind also das Gegenteil von konsumfreudig, kann man sagen. Die Nachfrager horten das Geld. Dann weniger Kredite oder weniger Kreditvergabe durch die Banken. Auch die Banken sind äußerst zurückhaltend, wenn es darum geht, Kredite zu bewilligen. Es wird schwieriger, einen Kredit zu bekommen. Dann könnte sein, zu viel Geld wird der Wirtschaft, zu viel Geld wird der Wirtschaft, können wir jetzt noch ergänzen, durch Steuern entzogen. Ja, die Steuern sind so hoch, dass das, was man ausgeben könnte, man nicht ausgeben kann, weil es man es an den Staat abgeben muss. Und dann kann das natürlich auch aus dem Ausland kommen, nämlich, dann spricht man von der importierten Deflation, nämlich das Ausland, pauschaler Ausdruck, ne, das Ausland, also die Menschen aus dem Ausland oder die Unternehmen aus dem Ausland. Das Ausland fragt deutlich weniger nach. Das ist besonders dann oder kann eine Ursache sein, wenn eine Wirtschaft stark exportabhängig ist. Export bedeutet ja, dass man seine Produkte ins Ausland verkauft. Dann sind es nicht die inländischen Nachfrager, die das Geld festhalten, sondern die ausländischen Nachfrager. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie doch mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.